Und meine Damen und Herren, wir sagen jetzt, hier ist der Titan der Fernsehunterhaltung. Oder ganz einfach, herzlich willkommen, Thomas Gottschalk. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen, Thomas Gottschalk! Ja, ja. Danke. So kann's gehen. Hab das Gefühl, die Menschen freuen sich. Ja, Mensch. Thomas, Hörne. Nimm bitte Platz. Dankeschön. Auf unserer großartigen Wir lieben Fernsehen-Couch. Dazu muss man eine Sache sagen, Thomas, wenn du auf die Bühne tritt, bedeutet es immer große Fernsehunterhaltung, aber es bedeutet auch die Möglichkeit, dass die Show ein bisschen länger dauert. Kennst du noch deinen Überziehungsrekord von Wetten, dass? Nein, aber ich habe nie wissentlich überzogen. Ich habe immer gemacht, bis Schluss war. Und wenn Schluss war, war auch Schluss. Du hast gesagt, wann Schluss ja, ist. Ja, klar. Wenn ich fertig war, war Schluss. 1996 im Dezember, 73 Minuten. Tatsächlich? Ja. Ha. Aber ZDF hat nie Überstunden bezahlt. Insofern müssen wir mit denen nochmal reden. Na gut. Sommerwetten, das war immer was ganz Besonderes. Das war immer eine Sendung, auf die die Menschen irgendwie auf eine andere Art und Weise hingelebt und hingefiebert haben. War das für dich auch so? Das wurde erst so, als man mir gesagt hat, wir versuchen es mal im Sommer. Habe ich gesagt, lass das bloß bleiben. Die Leute sind zu Hause und wollen grillen. Die Abende sind lang. Das bringt doch nichts, in so einem August oder im Juli eine Abendsendung zu machen. Aber dann haben die mir diese Arena da gezeigt in Mallorca. Und das war schon was ganz Besonderes. Ich hatte auch immer große Auftritte. Also mal mit der Harley, mal mit der Pferdekutsche, mal irgendwie mit dem Stier. Und die Liebe ist ja auch mit der Zeit erst entstanden. Aber als ich mir das da hinten angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ja, es ist auch schon richtig. Also guck, Inge Meisel, Michael Jackson, es blieb ja kaum einer außer mir. Also. Und Götz George. Und Götz George, da hast du dich geärgert im Moment, oder? Nein, ich habe mich nicht mal so geärgert, weil der Götz ist auch was ganz Besonderes. Also Götz-George darf das. Und Schimanski, das war der Erste, der im Fernsehen, glaube ich, auch Scheiße gesagt hat. Und der Mann war ja beseelt von seiner Idee. Der kam ja nicht, um sich wichtig zu machen. Der hatte da einen Film gemacht, den aber keiner brauchte, irgendwie Mörder mit Klarinette oder sowas. Und den wollte er loswerden. Ja. Promoten, genau. Der wollte nicht wetten, der wollte nicht neben anderen Promis sitzen. Der sagt, komm zur Sache und rede von meinem Film und lass mich dann wieder in Ruhe. Aber war das der schwierigste Gast, würdest du jetzt sagen, im Umgang? Nee, weil er ehrlich war und weil, ey, als ich zurückgemault habe, dann war das ja in Ordnung. Also wir haben uns da angemault und mal was anderes. Nett ist man ja immer zueinander im Fernsehen. Und schwierig waren eigentlich immer die Gäste, die mich vorher nervös gemacht haben. Es hieß dann immer ja und die darf aber nur von links gezeigt werden. Wir brauchen Namen. Ja. Namen? Ja. Mir fallen in meinem Alter die Namen immer schlecht ein. Insofern. Beschreib die Person doch mal. Ist das für uns ein kleines Ratespielchen? Ja, genau. Na, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Madonna ein einfacher Gast ist. Oder dass Mick aber Jagger... Aber sind doch die Größten eigentlich die entspanntesten, ja, oder? Aber die haben ja alle so ein Umfeld. Ja. Also da gibt es einen Manager und da gibt es einen Publicist und dann gibt es Leute, die so im Tross unterwegs sind und die machen sich die Sorgen. Und wenn die reinkommen, sind die immer ganz nett. Insofern habe ich also nie das Problem gehabt, dass mir Leute auf der Bank oder bei der Sendung selber irgendwas übel genommen haben. Deine Entspanntheit hat bestimmt auch damit zu tun, dass du immer sozusagen von dir selbst angezogen wurdest, wie wir ja eben gelernt haben. Und deine Klamotten waren oftmals Gegenstand größerer Diskussionen. Stimmt die Geschichte, die man sich in Fernsehkreisen erzählt, dass du mal in einem Fernsehstudio in Berlin gesessen hast und da war ein Vorhang und der Stoff hat dir gut gefallen und du hast dir draußen eine Hose schneidern lassen? Ja, war das ja. Nicht bei der, das war sogar bei der goldenen Kamera, glaube ich. Ne? Genau, da war also der Vorhang schöner als meine Hose und da habe ich gesagt, da kann man sich verbessern. Und dann haben die... ja. Aber wollen wir nicht noch mal reingucken, weil das ist so schön, was es alles an Outfits gegeben hat, bitte, die du über die also Jahre diese präsentiert Outfits hast. Diese Outfits werden mir bis zum Ende meines Lebens um die Ohren fliegen, aber mach ruhig. Nein, freundlich. Wir sind nein, ja also wohl, das, ein bisschen Luft von unten, tut ja gut. Finde ich auch. Da hatte ich auch noch diese Knie, die du nie haben wirst. Ja. Die ich nie haben werde? Das sind da, so Knubbelknie, meinst du? Nein, das ich irgendwie, ja, das waren so, die waren so fleischig. Guck mal, John Bon Jovi ist auch ganz neidisch. Der hat aber auch keine schlechten Hosen an. Nee. Aber da kommt noch viel Besseres. Das war ein Vivian Westmuth-Modell übrigens. Okay, gut. Das hilft manchmal nicht, der berühmte Name. Die ist dann hingefallen in der Sendung. Ja? Ja, ja. Guck mal, da hast du wieder die Tapete genommen. Ist das
Das war, glaube ich, ein Sessel vorher, aber immerhin. Aber geht. Ja? Ja, geht. Und man unterscheidet sich klar vom Testbild. Ja. Also, jetzt das muss ich sagen, da habe ich mich ein bisschen verliebt. Also, da konnte ich mich kaum das halten. Das ist, glaube ich, das einzige Outfit, was mir im Nachhinein ein bisschen peinlich war. Das ist. Aber das kann ich gar nicht verstehen. Aber nur ein bisschen. Aber über all die Jahre, Thomas, also 151 Sendungen, Wetten, das hast du gemacht. Ich weiß gar nicht, wer da mitgezählt hat. Ich nicht. Ich habe mitgezählt. Ich habe sie fast alle gesehen. Und man muss sich ja noch mal Gedanken darüber machen, wen du alles in der Sendung hattest. Das waren absolute Superstars. Du hast großartige Show-Acts anmoderiert. Ganz, ganz tolle Wetten. Gibt es denn da für dich so einen, das ist immer schwierig, aber ein Magic Moment, bei dem du sagst, das war für mich auch ein ganz tolles Erlebnis? Ich habe natürlich viele Leute kennengelernt, die für andere Superstars waren. Es wurde immer dann eng für mich, wenn meine eigenen Superstars kamen. Also Paul McCartney beispielsweise, der war ja da sogar zweimal da. In deiner letzten Sendung hast du das sogar mit deinen musikalischen Idolen zusammen sozusagen Abschied genommen, oder? Also ich weiß, Udo hat in der letzten gesungen, Status Quo auch. Status Quo, meine ich. Ja, rocking all over the world. And I like it, I like it, I like it. La 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 like it, la 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 la. Here we go, rocking all over the world. So einfach. Vielleicht ist ein guter Moment, um einfach auch mal hinter die Kulissen von Wetten, das zu blicken. Hast du Rituale gehabt? Hast du dich auf eine Art vorbereitet? Ich war mal ganz überrascht, ich sah dich mal vor einer Sendung und hast du völlig entspannt, war vielleicht eine Stunde vor der Sendung, in einem Sessel gesessen, Süddeutsche Zeitung gelesen, war also ganz entspannte Atmosphäre. Hast du das immer gemacht oder war es immer anders? Ja, weil diese Sendung war ja einfach. Also es gibt komplizierte Sendungen, das zum Beispiel heute ist für eine, wo ihr, was kommt jetzt und wer kommt jetzt dran und wer macht das und wer macht das. Bei Wetten, das, ich wusste, ich habe 5 oder 6 gestörte Menschen, die gestörte Ideen hatten und die musste man dann irgendwie erklären. Die Prominenten, die kannte ich, weil in den Proben saßen immer Studenten mit Namensschildern. Ich habe mir dann die Namensschilder gemerkt und war immer überrascht, dass am Abend dann ein anderer da saß. Aber ansonsten... Das kenne ich. Ja, ne? Und ansonsten ist diese Sendung so spielerisch gewesen und sie hat mir auch so einen Spaß gemacht, dass man einfach diese Arbeit, diesen Stress, den haben andere gehabt. Mhm. Kameraleute, Regisseure, die haben den Stress gehabt, ich habe den Spaß gehabt. Du sagst, die Sendung war einfach. Und man sagt ja oftmals, die einfachsten Ideen sind die besten. Wie das einfachste Essen manchmal das leckerste ist. Was ist denn das Geheimnis der Sendung? Was ist die Zutat, die auf keinen Fall fehlen darf? Sind es am Ende doch einfach die Wetten? Es sind die Wetten. Es sind ganz, ganz einfach die Wetten und die ganzen Prominenten waren ja immer nur die Garnierung. Und was so faszinierend war, dass in dieser Sendung diese Begegnung von Superpromis und ganz normalen Menschen passiert ist. Dass plötzlich ein Kevin Costner nicht begreifen konnte, dass irgendjemand mit den Brustmuskeln zuckt und man da irgendwelche Songs erkennt. Diese Stars, die dann auch vieles erlebt haben, die waren dann echt bei der Sache und die haben sich gefreut. Also bei aller Angst. Und das ist ja das Problem, von diesen Superstars immer vorgeführt zu werden. Ich muss irgendetwas machen. Deswegen waren die Wetteinlösungen immer das größte Problem. Weil man wollte einfach einer Cher nicht zumuten, dass sie die Perücke abnimmt. Und man hat einfach diese Ängstlichkeit von Prominenten kennt man ja, sich zu entblößen. Also diese Wetteinlösungen waren immer eigentlich eine Zerrerei. Und das hat mir immer am allermeisten Stress gemacht, das den Promis dann zu verklickern. Aber die Wetten an sich, du hast es gerade angesprochen, waren ja im Prinzip das Salz in der Suppe, um beim Kochen zu bleiben. Gibt es denn da unter all den Wetten eine, die dir noch im Kopf hängen geblieben ist? Also wo du gesagt hast, wow, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt jemand... Also ich sitze ja oft in Amerika und muss Menschen erklären, was ich da getrieben habe. Und dann ringe ich immer nach den besten Wettideen. Also es fällt mir immer die vom Frank Elstner ein, die ich ja gar nicht gemacht habe. Also das, den Lastwagen auf 4 Schnapsgläser, weil das ist so immer, also das auf kleinstes gemeinsames Vielfaches einer großartigen Wette. Und mir haben immer die Wahnsinnswetten am meisten Spaß gemacht. Also dass irgendjemand also sagt, ich erkenne am Brustmuskelzucken, erkenne ich Musik. Eine Melodie oder ich werfe irgendwelche Gummipöpfel da auf irgendwelche nackten Rücken. Also das ist ja immer so, das sind ja so krause Ideen. Diese deutschen Leistungswetten, also ich kann ein Buch rückwärts auswendig, da war ich immer nicht so begeistert, aber die musste es auch geben und die Mischung hat es ja gemacht. Aber alles in allem war ich jedes Mal fasziniert und begeistert, das musste man nicht spielen. Und ich werde nie vergessen, diesen blinden Jungen, der irgendwie dann an Joghurt, an so kleinen Joghurtbechern, hat er am Kratzen erkannt, was das war, oder Telefonnummern, die gewählt wurden.
Dann hat er dann irgendwo angerufen, die Familie Schäuble. Also da war der so glücklich, dass das geklappt hat mit seiner Telefonnummer. Man hat ja eben auch wirklich dann so entspannte Kandidaten gehabt, die sich so gefreut haben, dass sie es hingekriegt haben. Und so Verzweifelte, die dann gescheitert waren, die sich nicht mehr nach Hause getraut haben, die gedacht haben, die werden nicht mehr reingelassen. Der Bürgermeister teert und federt sie. Also, ich habe aber auch mal total mitgefiebert. Ich fand das großartig. Klar, gehört absolut dazu. Also du sagst mit Recht, dieses große Geheimnis der Sendung sind die Wetten. Aber ich glaube, wir können auch sagen, ein kleines Geheimnis ist der Name Thomas Gottschalk. Aber es ehrt dich, dass du es so rum kannst. Thomas. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Es ist etwas, was man nicht kaufen kann. Und das sind ja manchmal schöne Geschenke. Denn wir möchten dir deine Sendung zurückschenken. Für zumindest mal 10 Minuten. Du wirst schon 20 draus machen. Ja, ja, kannst du dafür. Gerne auch eine halbe Stunde. Also da. Wir haben hier noch eine Idee. Ja. Und es gibt eine Wette, die hat Johannes und mir ganz besonders gefallen. Und wir möchten gerne ein Bild zu dieser Wette zeigen. Mhm. Das ist nämlich ganz spannend. Da hat ein Herr gesagt, ich kann etwas tun. Und man sieht schon an deinem schmerzverzerrten Gesicht, es geht nicht um deine Haare, sondern es geht um Kakteen. Obwohl, die sehen aus wie deine Haare hier vorne, Nummer 30. Mhm. Und deshalb schenken wir dir Wetten das zurück für einen Moment. Hier ist die Karte mit der Wette. Dann lernst du auch deine Wettkandidaten kennen. Und ich wünsche dir viel Spaß bei Wetten das. Aha. Also gut. Dann machen wir jetzt einen Zeitsprung. Moment. Erst bist du groß geschnitten. Das ist ja jetzt groß geschnitten. Ja, ja, genau. Aber wir stehen alle auf, oder? Wir stehen alle auf, ja. Nee, wir können nicht. Also ich hab das immer im Sitzen gemacht. So, also. Wir stehen später auf, pass auf. So, habe ich immer, das muss man sich mal vorstellen, habe ich gesagt. Steven Gätchen und Johannes B. Kerner, geht ja gut los. Ja. Steven Gätchen und Johannes B. Kerner wetten, dass sie mit verbundenen Augen Kakteen ausschließlich durch Ertasten mit der Zunge erkennen können. Die Wette ist gewonnen, wenn 3 von 4 Begriffen richtig erraten werden. Ist, meint ihr das ernst? Ja klar, wir haben uns ja vorbereitet. Ja. Ja? Ja. Sag mal hier. Ich hab an seinem Bart geübt. Ja. Nicht schlecht, ja. Na, da bin ich wirklich gespannt, weil gemogelt wird. Also, nein. Wir machen hier. So. Aha. Das sind ganz normale handelsübliche Brillen. Genau, weil das war ja doch immer nach diesem Mogler mit den Buntstiften waren die Brillen für uns ja immer ein Problem. Also der hat ja einfach unter der Brille durchgeguckt. Insofern haben wir dann großen Wert darauf gelegt, dass Mogeln durch die Brille nicht mehr möglich ist. Und das müsste heute auch der Fall sein. Ja, du machst ja den Test. Genau. Den berühmten. Den berühmten, ja, diesen hier. Ich freue mich total. Wir haben geübt, wir wollten noch zeigen, dass wir geübt haben. Guck doch mal. Guck. So. Habt ihr auch so? Ja, ach, guck mal, hier da. Sind, hier seht, können das darf noch gucken. Hier seht Steven als Darth Vader übt und ich habe auch geübt. Und das sind doch, guck mal hier, Eier. Ja. Du hast die Zunge aber nicht im Einsatz gehabt, Johannes. Jetzt gleich. So, jetzt pass auf. Also gut, Brille runter, nehm Platz, meine Herren. So, dann der verbindliche Test. Ja. Das ging immer so. Ha! Ja, du darfst da nicht zucken, aber er zuckt auch nicht zu. Das war der Luftzug, gell? Ich habe natürlich Druck. Ja, jetzt. Ja. Den Luftzug spürt man, aber den Luftzug auch nicht. Spürt man, gell? Wo bist du? So, Johannes. Also, wir haben hier Finger weg. 4, 6, 8, immerhin 10. Ich werde jetzt davon 4 aussuchen. Ja. Und ihr müsst 3 erkennen. Und ich bin natürlich so gemein, wie es geht. Und aber jetzt hier nicht jemanden aus dem Publikum rausholen oder so, ne? Nein. Sitzt auch in der ersten Reihe, keine Kratzbürste. Mackie-Haarschnitt, oder? Das tut ja schon beim Tragen weh, so 1. Wer darf denn zuerst lecken? Dann könnt ihr euch gerne. Nee, also. So. Und das ganz wichtig war, das darf ich jetzt sagen, die Regie hat vorher gesagt, und stell das bitte so hin, dass man diese Nummern in der Kamera sieht. Da haben die Leute immer gedacht, da wird irgendwie gemogelt. Aber es ist natürlich ganz logisch, dass. Ist denn schon was auf dem Tisch? Fühl doch ein bisschen, ja. Psst.
So, nein, nicht mit den Händen, ihr müsst ja mit der Zunge dann. Ja, Moment, steht denn schon einer? Ja, wie viele stehen denn hier? Ja, es ist, lasst mich, hetzt mich nicht. Das ging früher auch nicht schneller. Auf dem runden Ding. Jetzt weiß ich. Steht hier auf dem runden Ding einer? Nein, noch nicht. Ach so. So, ich habe jetzt vier hier stehen, von denen ihr drei erkennen müsst. Okay. Ich stelle euch jetzt den ersten hin und sage, ach, top, die Wette gilt. Ah. Du oder ich? Johannes. Ihr könnt beide gleichzeitig. Soll ich mal anfangen? Ja, ich bin schon dran. Du bist schon dran? Die Regel sagt auch, ihr dürft ruhig reinbeißen, ihr dürft nur nicht mit den Fingern. Kann ich jetzt auch lecken oder gerate ich dann in gefährliche... Der ist richtig heftig. Der ist zu groß. Du hast die Haare, du hast die Zunge in den Haaren vom Kollegen, du. Wer, ich oder Johannes? Naja, das, wenn ich das verrate, wird's ja leicht. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe eine Idee. Schwierig ist ja nicht zu erkennen, welcher das ist. Ich weiß, wie der aussieht. Der Name ist schwierig. Ich auch, grün und hat Stacheln. Ja. Der Name ist schwierig, ich weiß, welcher das ist. Ja? Ja. So, dann... Versucht ihn zu erkennen. Wer will's sagen? Johannes? Wenn Johannes es weiß. Ich glaube es zu wissen. Es ist einer mit relativ langen Stacheln. Richtig. Und jetzt ist nur das Problem mit dem Namen. Das ist auch relativ langen Namen. Der heißt... Das ist der ganze... Ich konnte mir nur den Nachnamen merken, aber ich versuch's mal. Bitte nicht lachen. Ja? Der Kandidat muss konzentriert sein. Es ist sowas wie Echinolongus cactus penis longus. Naja, den Nachnamen, den musst du richtig wissen. Longis penus. Nein. Ich leck die ganze Zeit weiter, da ist gar nichts mehr, ne? Also nein, du hast eigentlich gut angefangen, nochmal. Echinolongus cactus. Aber mit Echino lag es ja schon mal richtig. Also ob wir das gelten lassen können, weiß ich nicht. Ja, aber gut, also Echino. Ja. So. Was ganz Schmackhaftes, der zweite hier. Jetzt steht aber einer da. Jetzt steht einer da. Mach dich dran. Ich geh mal ran, Johannes. Ja, dann halte ich mich zurück. Ach so, meine Auge ist da. Wo ist denn der? Ah! Also schmecken tut er nicht. Komm, lass den Johannes mal ran. Warum denn? Der kann besser Latein. Das stimmt. Darf ich noch? Ich muss nur wissen, wo er steht. Ja, ich nehme dich. Ich helfe dir. Ja. Sehr gut. Ich mache einmal so und moderiere dann die Sendung alleine zu Ende. Das. Also ich weiß, dass das Ende, deswegen, Sie lachen, ich habe mir immer so Eselsbrücken gebraucht. Und jetzt kommt der, warte mal, ich muss mich jetzt noch... Jetzt ist er weg. Oh Mann. Da kommt noch mal hier. Wie lange habt ihr ungefähr geübt? Lofotelus. Nein. Wir stellen mal ab hier. Komm, das ist hier. Aber da bist du ja pizziger als der Paar. Ah ja, das ist... Das ist eher ein Schuh. Ich habe meine Zunge über Wochen trainiert. Erst ein Eisbad. So, komm, den dritten jetzt. Da heißes Wasser und dann. Ich fange mal an, ja? Ja. Ah. Hast du irgendwas? Ich glaube, mit solchen Kandidaten hätte ich keine 3 Jahre durchgehalten. Ja. Ah! Ja! Das ist der mit den gerundeten. Gerundeten Töpfen. Nein. Oh Mann, schon wieder so einer. Ich weiß, mit den gerundeten Stacheln. War das mit Mami oder so? So haben sich die Knie von Inge Meisel angefasst. Man hat mir immer vorgeworfen, ich habe meinen Gästen ans Knie gelangt, aber das stimmt überhaupt nicht. Wir haben es halt so hingehalten immer, ne? Absolut. Oh, au. Oh. Ah. Oh. Das sind diese gerundeten Stacheln. Das hatten wir bereits mehrfach festgestellt, ja. Und die sind länger, die Stacheln. Du siehst es, ich nicht. Aber jetzt seht ihr mal, warum ich überzogen habe. Mit Leuten wie euch hätte ich Stunden überzogen.
Aber wir haben doch jetzt schon zwei richtig, ne? Naja, also ja? Komm. Rein richtig. Gymno Zalicum. Sag mal. Naja, wie heißt der? Nochmal? Gymnozalium oder so ja, in der Art. Ja, also da war er richtig. Mann, natürlich. Ja, das habe ich okay. Also dann sind. Ich würde mal sagen, also das sind zwei richtige. Den müsst ihr erkennen. Also den nächsten müssen wir erkennen. So, ich fange jetzt mal an, ja? Und erklär mir nicht wieder, dass das der mit den gerundeten Stacheln ist. Den hatten wir schon. Es gibt auch welche mit Blüten oben drauf. Komm, das aber ist die doch hast du nicht genommen. Ja, das sind Rosen. Ja, ja. Du kannst sie auch reinsetzen, wenn es einfach nee, ist. Ich wollte einmal die Größe. Ach, die Größe. Also. Die Größe erlecken. Hm? Hä? Aua, irgendwas toll. Ich glaube, ich weiß. Gehst du mit den Fingern weg da? Also, ich muss nur, weil wenn man so mit Schwung da reinhaut, das ist. Also ich glaube, es ist die Teufelszunge. Hör auf! Jetzt leckst du an der Brille vom Steven. Nee, das ist so. Oh, schon. Ich sage Teufelszunge. Und auf Lateinisch Ferro Cactus Latissimus. Latispenus. Latis. Na. Latis. Also, ja, jetzt hat dich Steven gerettet. Johannes, genau. Der ist weg. Ferro Cactus Latispimus. Also yes. Richtig. Ja, okay. Richtig. Okay. Runter mit den Brillen. Hätten wir mal besser. Nur, dass ich eine Sache dazu sagen darf. Ja. Wenn du ja gesagt hast, Johannes kann besser Latein als ich, der heißt auf Deutsch Teufelszunge, der Letzte. Das kann gut sein. Lass mal gucken, wie ich nochmal. Ah, Zunge heißt. Oh. Och komm. Das muss ja nicht sein richtig, jetzt. Heb ihn auf. Vorsicht. So richtig. Thomas, du musst entscheiden, ob wir gewonnen haben oder nicht. Er wollte das nicht so. Doch. Ihr habt das richtig gemacht. Wir haben uns Mühe gegeben. Ja. Aber jetzt, wo ich euch erlebt habe, tut mir der Abschied von der Sendung nicht mehr so weh. Also, wir haben gewonnen, weil wir müssen den entsprechenden Jingle natürlich spielen. 3 aus 4, Gewinner-Jingle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Sekunde, in der du die Worte aussprichst, top, die Wette gilt, da bin ich echt nervös geworden. Ich bin wirklich nervös geworden. Unter der Brille. Du hast es so sachlich. Nee, genau. So. Top, die Wette. Ich habe mir das ja immer gewünscht, mal auf der Couch zu sitzen. Die wirklichen großen Geheimnisse wollen wir natürlich jetzt auch lüften. Der damals, wie viele Jährige? 12-Jährige? 12 Jahre war ich da alt. Der 12-Jährige Steven. Also vor 10 Jahren. Der 12-Jährige Steven Gätchen aus Hamburg hat seinerzeit eine Wette eingereicht beim ZDF. Ja. Aber die Wette ist nicht genommen worden. Wie ich finde, zu Unrecht. Ich möchte Steven jetzt rächen. Genau. Also ich habe damals gewettet, dass ich ein einziges Wort, also nur den Ton oder das Wort, höre aus den 3 Krieg der Sterne Filmen. Und ich kann sagen, wer es sagt, was passiert als nächstes und aus welchem Film das Ganze ist. Hätte ich sofort genommen, die Wette. Hat mir keiner gefallen. Finde ich prima. Ja. Aber ist nicht dazu gekommen. Aber es hat sehr kuriose Wetten gegeben. Die schönsten, wie wir finden, schauen wir uns mal kurz an. Gucken wir kurz. Es gab, bevor wir anfangen, es gab auch Wetten, die wir nicht genommen haben. Wir hatten so einen Giftschrank. Ja. War ich also, da drin mit der Wette? Nein. Da war zum Beispiel, da hat einer gewettet, er könnte höher pinkeln als der aktuelle Weltrekord im Hochsprung. Ja. Wow. Ja. Wobei, da muss ich sagen, den hättet ihr alsbald nehmen müssen, weil die Leistung lässt ja nach. Ja. Also auch die Hochsprungleistung. Der kann es wahrscheinlich heute nicht mehr. Und dann gab es eine Wette, weiß ich auch noch, bei 5 Toten erkennen, woran sie gestorben sind. Oh. So die Vorstellung, dass du dann so, aber heute ist das an jedem Krimi, das normal. Normal. Aber das passt ja, dass es dann im Giftschrank gelandet ist. Ist im Giftschrank gelandet, bleibt auch drin. Jetzt zeig mal, was ihr hier habt. Bitte. Top. Die Wette gilt. Bei Wetten, das gehen die Stars ein und aus, aber die größten Hingucker sind die Wetten. Sie sind meistens skurril, manchmal gefährlich und immer eine Herausforderung. Ganz normale Menschen zeigen außergewöhnliche Fähigkeiten. Kleine Kandidaten werden zu Helden. Und große Kandidaten riskieren alles, wie beim Skischanzensprung 1999. Über Daniel Peritschs harten Bauch rollen Autos, während er locker weiter singt. Sechsmal tritt Köbi Schwitter bei Wetten, das an. So oft wie sonst niemand.
1994 bringt er eine Wärmflasche spektakulär zum Platzen. Tierliebe beweist dieser Bauer, der seine Kühe am Schmatzen erkennt. Als überraschend vielseitig einsetzbar erweist sich der gemeine Bagger. Mit ihm wird geklettert, gespielt und äußerst filigran zu Werke gegangen. Bagger, Kinder und Hunde, immer wieder gern gesehene Gäste. So wie Rico, der die Namen seiner Kuscheltiere kennt. Ja, prima. Da ist ja der Clarence, gell? Dieser Kandidat schält Kokosnüsse mit den Zähnen. Bitte nicht nachmachen. Der Mund ist das Wettorgan schlechthin. Kakteen werden erkannt, Pfennige in Gläser gepustet und Süßstofftabletten werden von Mausefallen geleckt. Was passiert denn? In Ausnahmefällen wird uns Mist vorgesetzt. Oh, das riecht ein bisschen muffig. Aber unterhaltsam ist es immer. Wettschulden sind Ehrenschulden. Harald Schmidt wird zum Silberpfeil. Günther Jauch versucht sich in rhythmischer Sportgymnastik. Und Hugh Grant wächst über sich hinaus. Armin Rohde zeigt seinen Astralkörper gleich zweimal. Einmal als Flitzer und einmal als Sumo-Ringer. Markus Lanz entdeckt an sich ein neues Talent nach dem anderen. Und Thomas Gottschalk begibt sich regelmäßig in Gefahr. Er macht sich zur Wurst, geht ins Gefängnis und schleppt Heino in ein Bordell. Wahrscheinlich verliert Tommy die ein oder andere Saalwette ganz gerne. Die Zuschauer danken es ihm. Das ist lustig, dass du die Pömpelwette eben erwähnt hast, genau, dass du die so gerne mochtest. Ja, an die kann ich mich erinnern. Ja. Kleine Überraschung. Hier ist Gerhard Doni, der Pömpelwettkandidat. Hallo. Grüß dich. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Gerhard. Hallo. Ich würde mal sagen, an dich erinnere ich mich. Es gibt nämlich oft Leute, die auf mich zukommen und sagen, mein Onkel war mal bei dir Wettkandidat und das waren ja so viele, aber an dich erinnere ich mich. Warum? War da, ich weiß auch nicht, dass der Pömpel irgendwie, war das Basel? Das war in Basel. Nein, 2007. Ach, na gut, also, jüngere Vergangenheit. Ich glaube, die Pömpel selber, du hast ja auch am Anfang direkt den Pömpel unterm Knie gehabt und hast Hook gespielt, den Piraten. Ja, klar, das, ja, ja. Pömpel hat dir gefallen. Ja, klar. Das war dann meine Visitenkarte. Ja. Mensch. Aber wir müssen dazu sagen, du bist ja heute nicht nur hier, um Thomas Gottschalk Hallo zu sagen, sondern aus einem ganz anderen Grund. Denn damals hast du innerhalb von 90 Sekunden wie viele Pömpel auf die entzückenden Rücken deiner Kollegen geworfen? 20. 20. Und du sagst etwas ganz Besonderes und das kann natürlich mal wieder der Thomas machen. Du behauptest, du bist besser geworden. Also ich lese das einfach mal hier vor. Das ist eine Wette. Gerhard Doni wettet, dass er innerhalb von 90 Sekunden mindestens 21 Pömpel so auf 10 Männerrücken werfen kann, dass sie dort kleben bleiben. Also einen mehr als damals. Genau. Ja. Hast du trainiert? Ich habe gearbeitet, ja sicher. Ich habe ja auch, ich habe auch gesagt, man sieht sich zweimal im Leben. Und dieses T-Shirt hatte ich damals an, habe ich mir für heute aufgehoben, quasi, aber du hast ohne es gewaschen, zu wissen, wann es ist. In der Zwischenzeit, ja, ne? Natürlich nicht. Nein. Das lag im Schrank. Und das Tolle ist, meine Damen und Herren, jetzt wird sich Thomas Gottschalk entblößen und dann wird der Gerhard. Nein. Nein, 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 nein. Keine Angst. Hier sind die Pömpeljungs. Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen. Wer von euch war denn damals schon in Basel dabei? Du warst dabei. Und alles noch dran. Bestes Nachwuchs. Ja, ja, genau. Ich war damals schon dabei. Und der Herr Gottschalk war ganz begeistert von meinem Tattoo. Ja. Können Sie sich noch erinnern? Sehen wir das noch, nee, oder ist das verrutscht über die Jahre? Das ist noch da. Aber ich finde ganz interessant, dass ihr Helme tragt. Warum tragt ihr einen Helm? Als Schutz für den Kopf. Sonst wird man nochmal umgehauen. Aber er wirft auch im Rücken. Ja, klar. Ja, das kommt aber schon. Oder kriegt jemand ja an den Nacken dann? Manchmal klappt es halt nicht. Zwei, vier. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sechs, zehn. Das heißt, auf jeden müssen zwei. Und auf einen nee, drei. Wir machen eine Runde und dann sage ich rund ab. Und dann habe ich eine kleine Variation. Ich werfe pro Person drei. Wenn die mal nicht halten, dann gehe ich weiter und sage trotzdem rund ab. Bis also, wir du auch hast bei an der Wette zehn Jahre gearbeitet. Genau. Also weiterentwickelt. Jawohl. Genau. Gut, du hast ein kleines Start-up gemacht. Also Johannes und ich sagen, er schafft es nicht. Keine Chance. Er schafft es nicht. Ihr seid, ach so. Ja. Ja, ja, genau, wir müssen ja wetten. Und die sagen, du schaffst es nicht. Ich war ja immer auf Seiten meines Wettkandidaten. Ich sage, was vor 10 Jahren geklappt hat, klappt heute auch. Und dann geht ihr hier mal in etwas Warteposition, sonst kriegt ihr den Pömpel auf die Nuss. Und ihr setzt die Helme auf, bitte. Erst die Hemden aus, glaube ich. Präparieren, bitteschön. Aha, das Militär. Helm ab. So. Doch, Chippendales. Chippendales. Genau. Das mit dem Helm ist übrigens wirklich kein Spaß, ne? Kann Gerhard erklären. Weil das tatsächlich, wenn man das zu Hause nachmacht, was man besser nicht tut. Ne? In der Form sollte man vorher schon mal ein paar tausend Mal auf so eine normale Holzplatte geworfen haben. Ja. Aber Gerhard, sag noch mal ganz kurz, warum schmeißt man Pömpel auf den Rücken von... Hast du das irgendwie Freibad gemacht, oder... Ja, ich habe das... Das durfte man nie, die Frage war bei Wetten, das völlig unsinnig. Wenn du gefragt hättest, warum, wäre die Sendung irgendwann zu Ende gewesen. Ja, aber wie ist er denn drauf gekommen? Du musst ja trotzdem immer drauf kommen. Er hat erst mit Klobürsten versucht und die haben nicht gehalten. Okay. So. Schöne Antwort, nehmen wir. Arme ein bisschen vor, André, Marco. Etwas vor die Ellbogen. Ja. Nicht gucken, nicht gucken. Ellbogen vor. Du kennst die Namen deiner Kandidaten? Ja, ich denke schon. Ich kenne nur einen, der ist beschriftet, der heißt Calvin Klein. Ansonsten... Hat er die Buchse hoch? Machst du mal ein bisschen runter, ja? Also. Alles klar. Wenn du soweit bist, sag Bescheid. Ja. Ich gebe dann das Kommando. Okay, Moment, ich hole mir noch ein paar Pömpel dazu. Ja. Ich bin fertig. Und ich sag, wo ist die Kamera? War mir 10 Jahre wurscht. Top, die Wette gilt. Oh! Oh. Der erste direkt. Janik, einen Arm ein bisschen nach hinten. Ja, das ist gut. Oh, ei, da haben wir es gesehen. Der Helm. Oh, schon wieder. Ein noch. Okay, nächster. Oh, den mag er nicht. Zeit läuft irgendwo. Und Holger. Ja, Zeit läuft. Eine Minute hast du. Eine Minute. Sechs und hast du. Jetzt musst du ein bisschen nachlegen. Ja. Und... Noch 45 Sekunden. Und ab! Wer zählt mit? Noch eine Runde. 9. 30 Sekunden noch. Oh. So, jetzt Tempo. 10. Und jetzt Vollgas. Ah. Holger. Und. Noch 22 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Und wir brauchen noch 9. 8 brauchen wir noch. 10 Sekunden jetzt noch. Komm, 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 zieh. 8, 4, 3. Einer geht noch. Oh. Und stopp. Ja, schade. War damals doch einiges besser. Es war mutig. Aber es ist Sport, ne? Es ist Sport. Ja, war ein Versuch wert. Es ist Sport und man darf auch verlieren können. Ich tue mir leid, ich hätte es gerne geschafft. Alles gut. Aber also, ich finde das großartig, was du da überhaupt gemacht hast. Und vor allen Dingen, einen mochtest du nicht. Wer war das? Er hier. Du hast die ganze Zeit einen gegen Dötz gekriegt, hast du gesehen? Ne? Ja, Helm gut. Müssen wir hätte eigentlich auch nur er einen Helm tragen müssen. Müssen wir gleich einen drauf trinken. Woran hat es denn gelegen? Ich würde sagen, das ist mal von Runde so, mal ist es so. Ich denke, das nicht war jetzt einer von den schlechteren Versuchen. Meistens sind es gute. Wir hatten gestern super und von daher, ja. Danke, dass du mitgemacht hast. Gerhard Doni. Vielen Dank. Danke euch.
Also in 10 Jahren versuchen wir. Vielleicht noch ein drittes Mal, ne? Irgendwann. Okay, alle Ciao. Guten Dinge sind dran. Danke, Gerhard Doni. Komm her, einmal noch. Ne? Eine Frage haben wir noch. Und die darf natürlich nicht fehlen. Wir wollen ja immer ehrlich sein. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Hast du es jemals bereut, aufgehört zu haben mit Wetten, dass? Nein, eigentlich nicht. Also es war ja damals auch der Anlass, der Unfall von Samuel. Und natürlich gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, ach, wir vermissen das. Aber das ist ja schöner, als wenn du gesagt bekommst, also nur langsam reicht, wann hörst du denn auf? Es gibt auch Momente, wo es mir fehlt. Was mir zum Beispiel die Hymne, also diese Eurovisionsmusik, die war immer toll. Also aber ich mache das zwischendurch, da muss die Familie sich aufstellen. Und dann komme ich, dann komme ich die Treppe runter. Guten Abend, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und dann keiner klatscht. Aber ansonsten geht's. Es war auf jeden Fall großartig. Wir haben gesagt, wir lieben Fernsehen. Und zu unserer Fernsehliebe gehört Wetten, das einfach dazu. Und du natürlich auch. Und wir danken dir sehr, dass du hergekommen bist und dass du unser Geschenk einmal Wetten, das angenommen hast. Aber danke, gerne. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Dankeschön. Thank you.